Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ich hoffe, Sie spüren, Gott sehnt sich nach einer Antwort. Er hat uns eine Einladung gegeben, seine Liebe erklärt und er wünscht sich so sehr, dass wir ihm persönlich antworten. So wie Sie das in dem Lied, das Sie gerade gehört haben, ausgedrückt fanden: Jesus, zu dir will ich so kommen, wie ich bin. Wir müssen uns nicht vorher zurechtmachen, wir dürfen alles mitbringen, auch das Belasten in unserem Leben, auch das, was schiefgegangen ist, auch unsere Fragen und die offenen, die Zweifel, die noch bohren. Und dann sagen, ich will mein Leben öffnen, ich will dir bekennen, was falsch gegangen ist, ich bitte um Vergebung. Dazu ist Jesus ja gekommen, gestorben und auferstanden, damit er einen Tisch macht und uns Vergebung gibt. Ich bitte Ihnen jetzt ein Gebet an. Gebet, das ist es, wie wir Gott Antwort geben können, wie wir einfach sagen können, ich öffne dir mein Leben und bitte komm, vergib mir, nimm mich, ich will dir folgen, mein ganzes Leben soll dir gehören. Sie werden jetzt dieses Gebet auf dem Bildschirm vor sich sehen und ich lade Sie herzlich ein, das ehrlich und laut als Ihr persönliches Gebet mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du alle meine Sünde vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen, dir will ich folgen. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das gilt Ihnen jetzt. Und ich möchte Ihnen noch ein Wort des lebendigen Gottes zusprechen. Das finden Sie im Propheten Jesaja, Kapitel 43. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lassen Sie sich das sagen, nehmen Sie das an. Danken Sie dafür. Der Dank ist die ausgestreckte Hand des Glaubens, mit der Sie das Geschenk Gottes für sich in Anspruch nehmen. Das war ein Anfang, ein erster Schritt. Jetzt sollen weitere folgen, es soll ein Lebensweg daraus werden. Und deshalb bitte ich, bleiben Sie dran. Sprechen Sie mit Gott im Gebet über die Freuden, die Sie haben, über den Kummer, den Sie haben. Nehmen Sie sich täglich Zeit dafür und hören Sie auf sein Wort. Lesen Sie die Bibel. Das ist sein Liebesbrief. Studieren Sie sein Wort, lernen Sie es besser kennen und beziehen Sie es auf den Alltag. Und bleiben Sie nicht allein dabei. Suchen Sie andere Menschen, die auch Christus nachfolgen. In Ihrer Nachbarschaft wird es eine Gemeinde geben. Wir helfen Ihnen gern dabei, auch diese Kontakte zu finden. Allein geht man ein. Sie brauchen andere, die Sie ermutigen. Und Sie werden übrigens feststellen, dass Sie selbst auch andere ermutigen können. Und so wird Ihr Glaube wachsen, Wurzeln bekommen und alltagsbedeutsam werden. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben und Hilfe brauchen, möchten wir Ihnen gerne so gut wir können helfen. Sie werden gleich eine Telefonnummer sehen und auch eine E-Mail-Adresse. Nehmen Sie das gerne in Anspruch. Das sind Menschen, die ein offenes Ohr für Sie haben und so gut sie können, Ihnen helfen werden. Gott segne Sie auf Ihrem Weg. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ich hoffe, Sie spüren, Gott sehnt sich nach einer Antwort. Er hat uns eine Einladung gegeben, seine Liebe erklärt und er wünscht sich so sehr, dass wir ihm persönlich antworten. So wie Sie das in dem Lied, das Sie gerade gehört haben, ausgedrückt fanden: Jesus, zu dir will ich so kommen, wie ich bin. Wir müssen uns nicht vorher zurechtmachen, wir dürfen alles mitbringen,
auch das Belastende in unserem Leben, auch das, was schiefgegangen ist, auch unsere Fragen und die offenen, die Zweifel, die noch bohren. Und dann sagen, ich will mein Leben öffnen, ich will dir bekennen, was falsch gegangen ist, ich bitte um Vergebung. Dazu ist Jesus ja gekommen, gestorben. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das gilt Ihnen jetzt. Und ich möchte Ihnen noch ein Wort des lebendigen Gottes zusprechen. Das finden Sie im Propheten Jesaja, Kapitel 43. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lassen Sie sich das sagen, nehmen Sie das an. Danken Sie dafür. Der Dank ist die ausgestreckte Hand des Glaubens, mit der Sie das Geschenk Gottes für sich in Anspruch nehmen. Das war ein Anfang, ein erster Schritt. Jetzt sollen weitere folgen, es soll ein Lebensweg daraus werden, mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du alle meine Sünde vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen, dir will ich folgen. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Auferstanden, damit er einen Tisch macht und uns Vergebung gibt. Ich bitte ihn jetzt ein Gebet an. Gebet, das ist es, wie wir Gott Antwort geben können. Wie wir einfach sagen können, ich öffne dir mein Leben und bitte komm, vergib mir, nimm mich, ich will dir folgen, mein ganzes Leben soll dir gehören. Sie werden jetzt dieses Gebet auf dem Bildschirm vor sich sehen. Und ich lade Sie herzlich ein, das ehrlich und laut als Ihr persönliches Gebet mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Herz. Und deshalb bitte ich, bleiben Sie dran. Sprechen Sie mit Gott im Gebet. Über die Freuden, die Sie haben, über den Kummer, die Sie haben. Nehmen Sie sich täglich Zeit dafür und hören Sie auf sein Wort. Lesen Sie die Bibel. Das ist sein Liebesbrief. Studieren Sie sein Wort, lernen Sie es besser kennen und beziehen Sie es auf den Alltag. Und bleiben Sie nicht allein dabei. Suchen Sie andere Menschen, die auch Christus nachfolgen. In Ihrer Nachbarschaft wird es eine Gemeinde geben. Wir helfen Ihnen gern dabei, auch diese Kontakte zu finden. Allein geht man ein. Sie brauchen andere, die Sie ermutigen, und Sie werden übrigens feststellen, dass Sie selbst auch andere ermutigen können, und so wird Ihr Glaube